Ja, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zum Abschlusspodium. Weiterhin gegen CETA, TTIP und Co. und für eine gerechte Handelspolitik. Was sind unsere nächsten Schritte und Aktionen? So heißt dieses Abschlusspodium. Und wir haben heute sozusagen ja einige Diskussionen in den Arbeitsgruppen gehabt. Wir haben alle hier viele Anregungen aufgenommen, viele Aktionsideen mitgenommen. Und die Abschlusserklärung, die wir nachher beschließen wollen, die sagt ja dann auch, oder die gibt Antwort auf die Frage, was kam denn bei dieser Konferenz hier raus? Und bevor wir die beschließen, diskutieren wir noch ein paar dieser Möglichkeiten. Wir haben heute Morgen beim Podium ja auch gehört, wir haben schon sehr viel erreicht. Die ganze Diskussion um TTIP haben wir argumentativ gewonnen und auch im Ergebnis gewonnen. Langfristige Aufklärungseffekte wurden konstatiert aus dieser Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da zitiere ich jetzt mal einen früheren Bundeskanzler namens Helmut Schmidt, der bei den großen Pershing-Demonstrationen gegen die Atomraketen gesagt hat, die demonstrieren, wir regieren. Da war auch was dran und das ist heute immer noch so. In den Medien ist das Thema Freihandelskritik oder Kritik dieser Handelsabkommen, Globalisierungskritik, nur noch partiell präsent. Die Einschätzung heute Morgen, dass man nicht alles an einer 250.000 Demonstranten messen kann, ist natürlich auch richtig. Ernst-Christoph Stolper, stellvertretender Vorsitzender des BUND, ist hier auf dem Podium und ich habe ihn gehört, wie er gestern die Anregung gegeben hat, wir sollten doch ein bisschen populistischer, linkspopulistischer argumentieren, mehr Menschen erreichen. Viele Menschen in diesem Land sind unzufrieden, aber wir erreichen sie nicht. In Zeiten, wo sich wirtschaftliche Unsicherheit ausbreitet, ist Kritik an dieser Form von neoliberaler Globalisierung ja eigentlich durchaus etwas Mehrheitsfähiges. Die Frage ist, wie können wir unsere Alternativen stärker in die Diskussion bringen? Wie können wir sie populärer machen als die ohnehin die längst diskreditierte neoliberale Globalisierungspolitik? Das ist ja letztlich das Ziel, was wir mit unseren Aktionen erreichen wollen. Mehrheiten schaffen für eine andere Politik. Ernst Christoph. Rausnehmen und anschalten. Trotzdem. Was? Ja, ruhig da. Ja, ich habe ja gestern Abend die von mir offen gemeinte Frage schon wirklich gestellt. Müssen wir ein bisschen ruppiger werden? Müssen wir eigentlich jetzt auch populistisch werden? Ich würde sie mit einem klaren Jein beantworten. Einerseits ist es natürlich so, dass das, was wir derzeit an Rechtspopulismus erleben, so ungefähr genau das Gegenteil ist von dem, was wir uns vorstellen. Extrem egoistisch, extrem kurzfristig, extrem staatsfeindlich, eigentlich alles das, was wir nicht haben wollen. Und das, was derzeit die CSU beispielsweise macht, es ja nicht nur den Bundestag halb anzuzünden, sondern halb Europa anzuzünden. Also insofern, diesen Teil von Populismus, denke ich, dürfen wir auf keinen Fall praktizieren. Aber was wir schon tun müssen, ist, dass wir die Themen so zuspitzen, dass es auch die Interessen der Menschen betrifft. Und dass sie sagen, jawohl, das ist was, was mich angeht, das ist etwas, was mich bewegt. Und da ist es so, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, dass dann mit Kürzeln wie CETA, JEFTA, die uns so locker aus dem Mund gehen, möglich ist, weil die sagen, ich will nicht, dass der Klimawandel weitergeht. Da konzentriert sich die Diskussion dann zum Beispiel derzeit um die Kohlekommission. Ich will keine Gentechnik auf dem Tisch haben. Da konzentriert sich zum Beispiel das ein bisschen darum, dass die Grünen jetzt mal sagen, wir wollen jetzt mal wieder eine neue Gentechnik-Diskussion vom Zaun brechen und damit eigentlich alle alten Konsense aufbrechen. Da sagen Landwirte, bäuerliche Landwirte, wir wollen eine andere Agrarpolitik. Die diskutieren dann eher darüber, dass jetzt gerade neu aufgelegt wird das siebenjährige Agrarförderungsprogramm der EU. Das sind alles Dinge, die neben Flüchtlingspolitik und neben anderen, also Wohnungspolitik etc. auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen,
dass wir nicht sagen, ja, aber wir waren doch mal eine große Bewegung, jetzt müssen doch alle verstehen, CETA und TTIP und JEFTA und was alles da kommt, das ist der Nabel der Welt und dem tanzt alles. Und ich erzähle mal gerne die Anekdote, wie eigentlich diese TTIP-Bewegung entstanden ist, weil die ist ja nicht so entstanden, dass einige beredte Wanderprediger durchs Land gezogen sind und dann alle gesagt haben, jawohl, das war's und da müssen wir jetzt gegen zu Felde ziehen, sondern dass wir ganz verschiedene Gruppen gehabt haben, die plötzlich gesagt haben, da gibt's so ein komisches TTIP. Und ich bin auf ganz viele gestoßen, Freunde aus dem Agrarbereich, die gesagt haben, TTIP ist eine Agrarsache. So, und andere, auf die ich gestoßen bin, haben gesagt, ja, TTIP, nee, da geht es eigentlich um öffentliche Dienstleistungen. Andere haben wieder gesagt, der TTIP ist eigentlich hier Demokratie. Also es geht eigentlich um Demokratie. Wieder andere haben gesagt, es ist Gentechnik auf dem Tisch und so weiter und so weiter. Und das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir diese Phase überwunden haben, wo wir auch gegeneinander diskutiert haben, dass das eigentlich TTIP was ganz anderes ist und festgestellt haben, es betrifft uns alle. Und das war auch ein bisschen Schlüssel für den Erfolg der TTIP-Bewegung, dass es eben wirklich ein breiter Angriff gegen die gesamte soziale, ökologische Bewegung in dieser Republik gewesen ist. Und das hat die massiven Proteste hervorgebracht und jetzt haben wir TTIP erstmal im Kühlschrank, CETA dümpelt so für sich hin. Wir werden jetzt die Auswertung machen, was die vorläufige Anwendung bringt. Wir werden gegen die Ratifizierung kämpfen. Die anderen Abkommen werden wir uns auch intensiv mit beschäftigen. Aber es ist nicht so die Bedrohungssituation, die zum Beispiel von anderen Themen derzeit ausgeht. Und ich glaube, dass die Herausforderung dieser Situation ist, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig zerfleischen und sagen, du tust jetzt nichts mehr an dem wichtigen Thema, du machst jetzt irgendwie das Falsche oder so, sondern dass wir erkennen, dass die Menschen in diesem Land durchaus an den Themen, die auch mit TTIP und CETA zu tun haben, weiterhin Interesse haben und dass wir vor allen Dingen auch bereit sein müssen, wenn es denn wieder zu Entscheidungssituationen kommt, dass wir dann auch mit Aktionen auf der Straße stehen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Des Weiteren müssen wir uns, glaube ich, auch damit beschäftigen, dass die Menschen nicht immer nur dagegen sein wollen. Es gibt auch vor allen Dingen die Situation, dass viele, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, ja, wofür sind wir denn eigentlich? Also, dass wir jetzt gegen die Handelsabkommen, ist ja klar, wofür sind wir denn eigentlich? Also wir sind doch eigentlich für mehr Unternehmensverantwortung beispielsweise. Deswegen überlegen wir auch mit einer ganzen Reihe anderer Verbände eine Unternehmensverantwortungsinitiative und Kampagne für die ab dem nächsten Jahr aufzulegen. Es gibt ein internationales Abkommen, ausgehend von Ecuador und Südafrika, was im Menschenrechtsrat diskutiert wird, der sogenannte UN Treaty, ein furchtbarer Begriff, weil versteht auch schon wieder kein Schwein, wo es um Unternehmensverantwortung, menschenrechtliche Unternehmensverantwortung geht. Und das, denke ich, müssen wir auch stärker voranbringen, weil wir müssen auch in Kreise zum Beispiel, die wir verloren haben, ein Stückchen, also bestimmte sozialdemokratische Kreise, wieder reinkommen. Und meine Erfahrung ist, wenn man denen sagt, ihr könnt auch nicht denjenigen, die Geld haben auf dieser Welt, den Unternehmen, den Investoren viele Rechte geben, aber der Betriebsrat beispielsweise von Rana Plaza in Bangladesch, der hat eben keine Rechte, dann hat man jeden sozialdemokratischen Unterbezirk und jede sozialdemokratische Fraktion hinter sich. Und ich glaube, dass wir mit solchen Themen, die Menschen bewegen, eben wieder stärker operieren wollen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Ideen, die wir ja heute auch noch in dem Abschlusspapier drinstehen haben. Ja, vielen Dank. Ich weiß auch nicht, diese Dinger schalten sich immer selber aus. Ist es an, ja? Diese Dinger schalten sich irgendwie immer selber aus. Stichwort Unternehmensverantwortung. Pia Eberhardt ist von Corporate Europe Observatory, also das Beobachtungsobservatorium für Konzerne in Europa. Sie beobachtet Konzerne professionell seit Jahr und Tag. Und wenn wir das mal vergleichen, die Politik in Deutschland, alle sogenannten koalitionsrelevanten Parteien sind immer oder legen immer großen Wert darauf, dass sie wirtschaftsfreundlich sind und gemeint ist damit natürlich konzernfreundlich und so sieht ja auch die Politik aus.
Wenn wir uns diese Konzerne dann angucken, hat man ja oft mittlerweile den Eindruck, das ist fast schon wie organisierte Kriminalität, was da VW, Deutsche Bank, BMW etc. so alles praktizieren. Das ändert aber offenbar nichts daran, dass diese Konzerne immer sehr großen Einfluss auf die Politik haben. Auf der anderen Seite zeigt etwa die Deutsche Umwelthilfe, dass sie alles andere als unverwundbar sind. Meine Frage vielleicht an Pia ist, müssen wir nicht vielleicht ein bisschen stärker auch uns diese Konzerne vornehmen? Wir reden immer über die Politik, den Bundestag, die Bundesregierung, den Bundesrat und so weiter. Aber die eigentlichen Treiber sind doch eigentlich diese Konzerne, die immer noch mehr Globalisierung, noch mehr internationale Marktanteile haben wollen. Nehmen wir die genug auf die Kante oder sind wir da noch ein bisschen steigerungsfähig? Wir sind natürlich immer in allem steigerungsfähig, aber also unsere Arbeit richtet sich seit Beginn an nicht nur gegen Konzerne, sondern immer schon gegen die Schnittstelle von Konzerne und Politik. Weil die Macht von Konzernen, fällt ja auch nicht vom Himmel, ne? Also die hat zu tun mit so Dingen wie Wettbewerbspolitik und auch mit Handelspolitik, mit verschiedenen Politikbereichen. Und deshalb bleibt für uns der politische Raum und auch das Adressieren von Politikerinnen in Parlamenten und so weiter und der Öffentlichkeit der wichtige Ansatzpunkt als Organisation. Und Handelsabkommen sind einer von vielen und für uns sehr wichtigen Hebeln, gerade wenn man sich Konzernmacht global anguckt, über den Konzernmacht ausgeweitet wird. Und ich finde, das ist unser Job, politische Handlungsspielräume dagegen zu verteidigen und zurückzugewinnen. Und da bleibt für mich der Kampf gegen neoliberale Handelsabkommen das ist nicht der einzige Hebel, aber ein relevanter Hebel. Deshalb haben wir auch als konzernkritische Organisation immer dazu gearbeitet, in allen 21 Jahren, die es uns gibt, auch wenn kein Schwein sich dafür interessiert hat. Das Kapital interessiert sich nämlich immer für Handelsabkommen. Das verliert nie das Interesse, auch wenn das nicht in der Tagesschau ist. Und auch da innerhalb dieses Feldes gibt es, finde ich, viele Schritte, die man jetzt machen kann. Wir werden über CETA nochmal reden. Ich finde, das ist wirklich einer unserer Hauptjobs in Deutschland, mit einer durchaus realistischen Einschätzung, was da machbar ist, aber gegen die Ratifizierung von CETA zu kämpfen. Das ist ein bahnbrechendes Abkommen, ein Dammbruch, und sich dem, soweit es geht, entgegenzustellen, ist unser Job. Genauso wie das andere Bewegungen in anderen europäischen Ländern auch versucht haben und auch noch weiter versuchen werden. Und ein weiterer für mich wichtiger Punkt sind auch über CETA hinaus diese Sonderklagerechte für Konzerne abzuräumen in Europa. Und ich sage das deshalb so, weil ich glaube, das ist realistisch. Die sind unglaublich angezielt innerhalb von Europa. Für diejenigen, die dazu einen Workshop machen, ist es jetzt so ein bisschen eine Wiederholung. Die sind attackiert von der Europäischen Kommission in Teilen, attackiert nicht von der Generaldirektion Handel, sondern von anderen Abteilungen in der Kommission, von europäischen Gerichten, öffentlich verpönt, von Richterinnen und so weiter, also bis weit in die bürgerliche Mitte abgelehnt und angezählt in Europa. Und das ist für mich ein wichtiger, auch internationalistischer Kampf, zu gucken, können wir nicht da noch eine Schippe drauflegen in den letzten Jahren mit dem, was wir schon geschafft haben, an Aufklärungsarbeit zu diesen Sonderklagerechten, und das Ding in Europa ein für alle Mal zu Fall bringen. Und deshalb gibt es auf europäischer Ebene seit mehreren Monaten intensive Debatten darüber, können wir nicht gucken, nochmal eine europäische Kampagne zu diesem Thema hinzubekommen. Was nicht heißt, Leute sollen nicht mehr zu anderen Themen in anderen Handelsabkommen arbeiten. Natürlich wird, das hat Berit deutlich gemacht, die ABL zu Australien und Neuseeland arbeiten. Da sind gar keine Konzernklagerechte drin. Und natürlich ist es wichtig, das zu machen. Trotzdem stehen die Klagerechte in vielen kommenden und vielen bestehenden Abkommen drin. Es ist ein großer gemeinsamer Nenner unserer Bewegung. Und dazu finde ich nochmal zu gucken,
können wir da nochmal unsere eigene Zeitlichkeit, eigene Dynamik, unseren eigenen Kalender schaffen mit einer breit aufgestellten europäischen Kampagne, die nicht nur hier Leute abholt, die sich dann gegen CETA und andere Abkommen wehren, sondern zum Beispiel auch die Leute in den Niederlanden abholt, die gerade für komplett andere Investitionsabkommen in den Niederlanden eine wirklich schlagkräftige Kampagne haben. Leute in Rumänien, die sich gegen eine konkrete Klage wehren. Also das ist ja immer so eine europäische Herausforderung. Wie lassen sich so Kampagnen stricken, die tatsächlich in verschiedenen Ländern funktionieren und dort auch einen Mehrwert bringen für zum Beispiel auch kleine Bewegungen. Und das ist eine Kampagne, an der wir stricken, die hoffentlich Anfang nächsten Jahres startet. Und das ist sozusagen ein Angebot, ein europäisches Dach, unter dem sich viele, die auch einen breiteren Blick haben, aber vielleicht auch gerade nur zu Konzernklagerechten arbeiten, hoffentlich zusammenfinden und mit denen wir hoffentlich nochmal mit Sicherheit keine TTIP-Dynamik kreieren werden. Da muss man, glaube ich, realistisch sein. Aber eine stärkere Dynamik, und zwar europäische Dynamik, kreieren können, wie wir die im Moment haben, wo die Bewegung sehr zerfasert ist. Was eben mit dieser auch Zerfaserung der europäischen Handelspolitik hat. Und ich würde euch dazu einladen, es gibt immer noch Konsultationen, ich weiß nicht, ob Lucille ist noch da, sitzt auf der Treppe in der Mitte, die eine der Koordinatorinnen des europäischen Netzwerks, falls ihr Ideen habt und Anregungen zu dieser Kampagne euch einzubringen und wenn wir denn tatsächlich starten, sie aus dem Boden zu stampfen, euch dann aktiv zu beteiligen, weil ich betone das nochmal, das System ist angezählt, wir können das gewinnen und wenn wir das gewinnen würden, das ist so weit größer als CETA zu verhindern, aus einer internationalistischen Perspektive. Wie viele Länder weltweit von diesen scheiß europäischen Konzernen verklagt werden, denen in die Suppe zu spucken, das wäre mir und hoffentlich auch einigen von euch eine große Freude. Ja, das System ist angezählt. Auf der anderen Seite, ich komme jetzt zu Roman Huber von Mehr Demokratie. Auf der anderen Seite haben wir gerade in Österreich ja auch gesehen, die Absurditäten der Parteiendemokratie. 80% sind in Österreich angeblich gegen CETA. Nach vielen Umfragen, sie hatten bisher eine Regierung, die war für CETA. Sie bestand aus SPÖ und ÖVP und es gab eine Opposition, die hieß FPÖ, die war dagegen, hat damit Wahlkampf gemacht. Jetzt haben wir eine Regierung aus FPÖ und ÖVP, die ist jetzt auf einmal für CETA. Und die SPÖ, bisher regierend, ist jetzt schlagartig seit dem Tag der Opposition gegen CETA. Die Österreicher können also wählen, was sie wollen. Sie kriegen immer eine Regierung, die ist für CETA. Und so ähnlich scheint es ja auch in Deutschland zu sein. Wir brauchen also schon in der Tat mehr Demokratie. Roman, welche Vorschläge gibt es denn, um jetzt sozusagen jenseits der direkten und sofortigen Einführung des Volksentscheids in den nächsten Jahren hier Kampagne zu machen? Mehr als nur demonstrieren, während die anderen regieren, aber eben doch die Nadelstiche, mit der ein angezähltes System dann tatsächlich auch vollends angezählt wird. Bitte schön. Ja, danke, Jürgen. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Parlamenten und ich halte Parlamente für eine bahnbrechende Erfindung der letzten Jahrhunderte und dennoch braucht es immer wieder dann auch die Möglichkeit von Bürgern einmal selbst aktiv zu werden und dann auch Parteien an das zu erinnern, was sie teilweise vor sehr kurzer Zeit noch dachten, also genau in dem Sinne, wie du es gesagt hast. Wir brauchen die Möglichkeit, Gesetze selber machen zu können, wir brauchen die Möglichkeit, selber mitgestalten zu können und vielleicht, um euch auch nochmal klar zu machen, wie angstbesetzt teilweise Politik vor der eigenen Bevölkerung ist, kurz nur illustriert am niederländischen Beispiel, da gibt es ein Gesetz, das besagt, dass man ein Referendum erheben kann gegen einen Parlamentsbeschluss. Jetzt kann CETA nur per Parlamentsbeschluss, also einem Ratifizierungsgesetz, in Kraft treten und dagegen haben wir geplant, einen Volksentscheid zu initiieren. Und dieser Volksentscheid, der ist nur unverbindlich und du musst ein Quorum von 30% erreichen, also relativ hohe Hürden. Und dennoch hat die niederländische Regierung solche Angst vor diesem Verfahren, dass sie sagen, bevor wir dieses Referendumsgesetz nicht abgeschafft haben,
werden wir mit dem CETA-Ratifizierungsprozess erst gar nicht beginnen, weil sie Angst haben, dass sie verlieren. Und jetzt wurde tatsächlich das Referendumsgesetz abgeschafft und wir dachten erstmal, kein Problem, weil man muss ein Referendumsgesetz ja auch per Gesetz abschaffen, dann machen wir halt ein Referendum gegen das Abschaffungsgesetz. Ja? Und jetzt haben sie dieses Abschaffungsgesetz aber so rückdatiert, dass man die Fristen nicht mehr einhalten kann. Also sowas von hinterfotzig, sagt man in Bayern, habe ich wirklich noch selten erlebt. Und dagegen klagen wir jetzt und so weiter. Ja, aber nur mal zu illustrieren, wie sehr da die Angst vor den Bürgern tatsächlich ist. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, du hast ja gestern, Jürgen, eine ganze Reihe von Themen aufgezählt, wo längst eine progressive Politik eine Mehrheit in der Bevölkerung hat. Sei es die ganze Ökonomisierung von Daseinsvorsorge, von Bildung, industrielle Landwirtschaft etc. Es gibt also längst weite Bereiche, wo wir als Mehrheit in den Ländern viel weiter sind als die etablierte Politik. Und ich frage mich tatsächlich, wieso sind wir oft individuell so viel klüger, als wir kollektiv handeln. Also wieso handeln wir kollektiv oft so dumm? Und das meine ich jetzt wirklich mit dumm. Und deshalb brauchen wir Prozesse, jenseits jetzt auch von einfach nur Volksentscheid, ja, nein, was ja auch ein bisschen simplifizierend teilweise ist, so ein intelligentes Prozessdesign, wie wir wieder zu intelligenteren Antworten auf gesellschaftlicher Ebene kommen. Und mit das beste Beispiel, wie das momentan ganz praktisch organisiert wird, gibt es in Irland. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da gibt es bei ganz strittigen Verfahren, wie zum Beispiel im katholischen Irland das Thema Homo-Ehe oder das Thema Abtreibungsrecht, folgendes Verfahren, das Parlament hat ein Thema, am Beispiel Homo-Ehe war das auch tatsächlich so, da sagten sie, das Thema ist uns einfach zu heiß momentan. Es ist ein gesellschaftliches Thema, wir müssen damit was machen und deshalb geben wir einen Auftrag an eine sogenannte Citizens Assembly und das ist ein Gremium von 100 Bürgern, die per Losverfahren ausgewählt werden. Die kommen dann aus allen Bereichen, aus allen Schichten des Landes zusammen und diskutieren ein Jahr lang, also ein Wochenende im Monat, über dieses Thema. Und die haben sich dann interessanterweise für die Homo-Ehe ausgesprochen. Das Ganze ging ins Parlament, die hat es übernommen und dann am Ende gab es darüber ein Referendum und in Irland hat sich eine Zweidrittelmehrheit für die Einführung der Homo-Ehe ausgesprochen. Gleichzeitig wurde in Frankreich die Homo-Ehe, auch katholisches Land, eingeführt und es gab Massenproteste von Hunderttausenden von Menschen, die auf die Straße gingen und gegen diese Parlamentsentscheide protestiert haben. Also das ist also ein Beispiel, wie man direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung sehr intelligent miteinander verknüpfen kann und in diese Richtung wünsche ich mir eine Entwicklung in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union. Ja, herzlichen Dank, Roman. Wir kommen ja sicher dann noch im Detail dazu. Ich komme jetzt zu Philipp Jax vom DGB Frankfurt. Ich glaube, Sie sind Vorsitzender des DGB Frankfurt. Richtig, habe ich es doch richtig. Und ich habe gelesen, dass der DGB-Vorsitzende auf Bundesebene, Rainer Hoffmann, vorgestern bei der Feierstunde zu 70 Jahre Wirtschafts- und Währungsreform einen grundlegenden Richtungswechsel gefordert hat, um die soziale Marktwirtschaft zu erhalten. Und das ist sozusagen eine ganz klare Ansage, dass wir so wirtschaftspolitisch nicht weitermachen können. Aber Rainer Hoffmann hat auch gleichzeitig war einer derjenigen, die frühzeitig für die Fortsetzung der Großen Koalition geworben haben. Gestern Abend hatten wir hier viel Beifall für die Forderung nach kampfkräftigeren Gewerkschaften, nach höheren Löhnen und den Aufruf, alle sollen in die Gewerkschaften eintreten. Aber wir wissen natürlich auch, die deutsche Lohnzurückhaltung oder die Lohnzurückhaltung der deutschen Gewerkschaften ist leider auch ein Markenzeichen des Exportstaats Deutschland im europäischen Vergleich. Also wenn der DGB-Vorsitzende jetzt den grundlegenden Richtungswechsel der Politik fordert, wäre jetzt meine Frage, heißt das dann, dass die DGB-Gewerkschaften sich stärker wieder engagieren in der globalisierungskritischen Bewegung und gegen CETA-Ratifizierung stark mobilisieren? Also ich kann jetzt das Lachen eben nicht so ganz deuten, weil ich bei der Diskussion eben gestern nicht dabei war. Aber generell fände ich das natürlich auch klasse, wenn es wieder stärkere Gewerkschaften gäbe. Das Problem ist ja, dass es Gewerkschaften nicht so funktionieren, dass wir bei uns im Vorstand in Frankfurt oder auch im Vorstand in Berlin, wir beschließen, so und jetzt mobilisieren wir mal die Massen
und dann beschließen wir das und dann stehen zwei Monate später die Millionen auf der Straße. Das ist leider so nicht. Die Gewerkschaften sind immer nur so stark, wie ihre Mitglieder sich engagieren und so stark, wie Mitglieder, Menschen überhaupt Mitglied werden. Und solange ja, die Mitgliederentwicklung ist zwar im Moment stabil, aber es gab auch viele Jahre, wo die nach unten gegangen ist. Und viele Leute schauen einfach nur auf den Geldbeutel und sagen, naja, ich zahle da jetzt 1% vom Brutto, das ist nicht wenig Geld. Dass sie dafür jedes Jahr 2% mehr bekommen, das sehen die nicht. Die sehen immer nur bis zum nächsten Monatscheck. Und dann werden sie eben nicht Mitglied, weil die Lohnerhöhung kriegen sie ja in der Regel trotzdem. Die Lohnentwicklung in Deutschland, der Niedriglohn in Deutschland, betrifft vor allem die Bereiche, die nicht tarifgebunden sind. Der Tariflohn hat sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren durchaus nach oben bewegt, im Gegensatz zum allgemeinen Lohn, also der Lohndurchschnitt. Da war Deutschland weltweit mit Japan zusammen das einzige Land, wo sich die Reallöhne insgesamt nicht nach oben bewegt haben, die Tariflöhne sehr wohl. Also es ist nicht so, dass die Gewerkschaften da an den Niedriglohnsektor allzu viel Mitschuld tragen. Ja, und man ist natürlich auch immer nur so stark, wie die Leute, sprich die Mitglieder in den Betrieben, bereit sind mitzustreiken. Also ich erinnere mich da an einen Streik vor 5 Jahren, als ich noch in Baden-Württemberg war, da war ich zeitweise. Da gab es zwei Forderungskomponenten im Tarifkampf. Einmal mehr Lohn, zweitens bessere Arbeitsbedingungen für Leiharbeiter. So, die Arbeitgeber waren schlau, haben gesagt, okay, den Lohn kriegt ihr, aber das mit den Leiharbeitern könnt ihr vergessen. So, jetzt sind natürlich die meisten Stammbelegschaften erstmal daran interessiert, dass sie mehr Lohn bekommen und dann auch zweitrangig eher, dass es um den Leiharbeitern besser geht. Also auch da ist nicht irgendwie im Bundesvorstand beschlossen worden, okay, wir nehmen den Lohn und die Leiharbeiter sind uns egal, sondern man muss einfach abschätzen, wie ist die Mobilisierungsfähigkeit. Und wenn die Leute aus den Betrieben dann nicht mehr rausgehen, dann muss man es eben auch mal lassen. Das ist leider so. Ich denke nicht, dass man da den Gewerkschaften oder den Vorsitzenden da irgendwie einen Vorwurf machen kann. Im Gegenteil, ich glaube, in den Gewerkschaftsvorständen hat man politisch sehr reflektierte, aufgeklärte und auch fortschrittliche Menschen. Aber man muss eben auch immer schauen, wie weit man gehen kann. Die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland ist eben eine nicht so besonders politisch fortschrittliche häufig und auch in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und ich denke, da gehören die Gewerkschaften trotz allem noch zu den fortschrittlicheren Akteuren, auch wenn es natürlich teilweise berechtigte Kritik gibt, aber das ist, wie gesagt, nicht immer den Vorständen, meistens nicht den Vorständen geschuldet. Ja, die Marktwirtschaft und die Rettung derselben. Gestern habe ich auf Facebook eine Werbung eingeblendet bekommen von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wo auch stand, wir müssen die Marktwirtschaft retten, ja. Und dann habe ich mich schon gewundert, so, also die soziale Marktwirtschaft wollten sie da retten. Nee, garantiert nicht. Das war ein bezahlter Posting, ein Sponsored Posting. Und habe mir das dann mal kurz angeschaut und dann wollte dieser Autor die Marktwirtschaft so retten, dass man nun endlich die Bürokratie abbaut und auch die Unternehmen wieder besser stellt und so weiter. Also da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von sozialer Marktwirtschaft. Aber ich denke, und das ist mein eigentlicher Punkt, dass wir wirklich auch dazu kommen müssen, wieder eine viel grundsätzlichere Gesellschaftskritik und Wirtschaftskritik zu diskutieren. Also klar, wir haben Sozialabbau, wir haben Umweltprobleme, wir haben Rentenproblematik, wir haben hier Freihandelsgeschichten. Das sind alles Symptome, ja, die wir überhaupt gar nicht imstande sind zu löschen, die ganzen Feuer, die da entstehen, durch das Wirtschaftssystem, in dem wir leben und das die soziale Marktwirtschaft eben auch nicht schafft zu retten. Der Kapitalismus funktioniert halt so, dass Kapital aufgehäuft wird, angehäuft wird und damit auch Macht angehäuft wird. Und dem Ganzen war jetzt die letzten Jahrzehnte relativ freier Lauf gelassen. Da hat man natürlich probiert, durch Politik und die sogenannte soziale Marktwirtschaft was dagegen zu halten. Aber es wird immer deutlicher, dass das nicht funktioniert. Dass die Armut immer größer wird, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich vor allem immer größer wird, obwohl wir durchschnittlich alle immer reicher werden, geht es komischerweise den einen immer besonders gut, den anderen nicht so sehr. Und ich denke, da müssen wir wieder viel grundsätzlichere Fragen stellen. Wir müssen uns fragen, wie kann denn eine wirkliche Demokratie aussehen? Was bedeutet denn Demokratie? Heißt das nur, dass man alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen darf und prinzipiell auch theoretisch das Recht hat, sich überall einzubringen und alles zu sagen? Oder bedeutet es zum Beispiel auch, dass man wirklich wirtschaftlich so gestellt wird, dass man sich auch leisten kann,
mitzureden und zum Beispiel jetzt mal ein Wochenende nach Frankfurt zu fahren. Ich wette, hier sind jetzt gerade nicht die Leute aus den niedrigeren Lohnschichten, weil die können sich das überhaupt nicht leisten, zusätzlich zu ihrem normalen Leben mal eben nach Frankfurt zu fahren ein Wochenende. Das wäre eben eine Wirtschaftsdemokratie, eine wirkliche Demokratie, wie sie funktionieren könnte. Ich finde die Idee aus Irland klasse. Ich hoffe, die Leute werden anständig entschädigt für den Aufwand. Aber warum fragt man nicht auch mal, warum gehört eigentlich die Firma, wo diese Beschäftigten arbeiten, nicht den Beschäftigten selbst? Warum muss das irgendjemandem anders gehören, der da irgendwie noch Profite rausholt? Und die würden ja auch verantwortlich wirtschaften. Die haben ja auch ein Interesse, dass es ihrer Firma gut geht. Aber warum bleibt denen nicht die Entscheidung überlassen? Warum wählen die nicht ihren Geschäftsführer alle so und so viele Jahre? Ich denke, das sind Fragen, die man in der Demokratie wieder stellen muss, weil wir immer mehr merken, dass es eben so, wie es jetzt läuft, dass der, der das meiste Geld hat, entscheidet. Da kann die Politik sich drehen und wenden, wie sie will. Wir merken es jetzt gerade wieder, dass es eben nicht funktioniert, gesellschaftliche Probleme ernsthaft und tiefgründig zu lösen. Wir merken, dass es die Gesellschaftskritik, die ja oft berechtigt ist, also sei es Ungerechtigkeit, sei es die mangelnde Infrastruktur in der Fläche, sei es, wir reden ja ständig auch selber über Ungerechtigkeiten, die wir wahrnehmen. Die Frage ist nur, welche Antworten gibt man darauf? Und ich denke, das Problem ist, dass die Rechten eben immer schnell eine Antwort haben, die auch total schlüssig ist und alle sagen, oh genau, die Flüchtlinge waren es. So, und wir, denke ich, haben die Aufgabe, auch einfache Antworten zu finden, die aber nicht zu einfach sind, sondern die einfach eine Vision bilden von einer Demokratie, von einer Welt, die für alle funktioniert und wo natürlich auch wir alle Organisationen, wie wir hier sitzen, eine wichtige Rolle in dieser Darstellung, in dieser Vision spielen können. Aber wir müssen eben schauen, dass wir grundsätzlich mal wieder Fragen stellen und nicht an 1000 kleinen Feuern rumdoktern, die wir eh nicht alle auf einmal löschen können, weil wir einfach nicht genug sind und auch nicht genug Geld haben. Das müssen wir auch sehen. Der politische Gegner hat deutlich mehr Geld als wir und dadurch auch mehr Manpower. Insofern, ja, mein Appell, nicht auf die Gewerkschaften draufhauen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse als verantwortlich erklären und gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen. Ja, danke, auf die Gewerkschaften draufhauen, das machen wir natürlich nicht. Wir freuen uns ja sehr, dass der DGB im Netzwerk gerechter Welthandel ja mitmacht. Und dann kommen wir jetzt noch zu Carmen Schulz von Berliner Bündnis gegen TTIP, CETA, TISA und Co. Die lokalen Bündnisse sind ja in unserer Bewegung auch sehr wichtig, weil wir nicht nur aus den organisierten großen Organisationen auf Bundesebene bestehen. Der Erfolg dieser Bewegung steht und fällt damit, dass auch in der Fläche Leute sich engagieren und zwar sozusagen durchaus auch in Bündnissen, die ein Stück weit unabhängig sind von den bundesweiten Organisationen. Und häufig kriegt man dann hier zu hören, gerade in solchen Konferenzen, ja, die großen Organisationen diskutieren alles Mögliche, aber wo bleiben denn die konkreten Aktionen? Wir sind hier in einer Strategie- und Aktionskonferenz und klar, wir sollen uns nicht die Falle stellen, alles an einer Viertelmillion zu messen oder an 340.000, aber wie erreichen wir die Mobilisierung in der Fläche? Was ist sozusagen das, was wir jetzt tun müssen? Wie können die lokalen Bündnisse sozusagen hier wieder loslegen? Gut, das ist vielleicht nicht so ganz einfach zu beantworten, aber ich versuche es mal, wie unser Bündnis das macht. Natürlich haben wir genau dasselbe, was hier auch fast alle Engagierten erzählt haben. Es gab halt so ein Hoch, man war fast betrunken von unserem sozusagen, ja, von unserem Tun und wie viele Leute da mitgemacht haben und. Und dann gab es auch eben auch eine ganz starke Ernüchterung. Und viele Leute machen dann auch nicht mehr so aktiv mit. Ich glaube einfach, man muss überwintern, so nenne ich das so ein bisschen, ja. Aber nicht überwintern, indem man sich jetzt ganz zur Ruhe begibt und ganz einschläft, sondern man muss versuchen, immer wieder auch kleinere Aktionen, die vielleicht nicht in der Tagesschau vorkommen, zu machen. Auch wenn da nicht irgendwie 50, 100, je nachdem, wo man was macht, dabei sind, sondern wir müssen auch Bilder produzieren, unsere eigenen. Und die müssen wir dann einfach auch in unseren Netzwerken einspeisen, damit immer wieder nochmal zu sehen ist, es gibt noch eine Bewegung, es gibt noch Leute, die sich dafür engagieren. Und ich glaube, dass auch diese Überwinterung dazu führt,
dass wenn wir, wie ich hoffe, im Herbst zum Beispiel dann bundesweite Aktionstage machen, dass dann auch in ganz vielen Orten und Städten wieder die Bündnisse was machen. Ob das was ganz Kleines ist oder was ganz, das ist egal. Aber ich glaube, das ist gut, dass die Bündnisse dann nochmal wieder aufrufen, sich daran zu beteiligen hier. Das nächste ist, also ich würde mich total freuen, muss ich echt sagen, und ich glaube unser Bündnis auch, wenn es tatsächlich zu einer europäischen Kampagne käme. Und ich auch das Gefühl habe, wenn wir mit Ständen unterwegs sind, wenn wir irgendwas machen, habe ich immer wieder das Gefühl, die Leute haben da bestimmte Sachen nicht einfach vergessen. Und die wollen was machen. Die wollen vielleicht nicht alle 14 Tage beim Bündnistreffen dabei sein und die wollen vielleicht auch nicht große Papiere lesen. Aber ich habe dann immer das Gefühl, ja, die wollen was machen. Und zwar teilweise wirklich natürlich auch niederschwellig. Aber ich glaube wirklich, wir würden, wenn wir was auf europäischer Ebene machen, würden wir, glaube ich, dieses Netzwerk wieder gut beleben können. Ob das wieder genauso wird wie bei dir, ist fraglich. Aber ich glaube schon, dass wir es bewegen können. Und vor allem habe ich das Gefühl, wir hätten was, wo wir sagen können, wir haben eine europäische Bewegung, eine gute europäische Bewegung, würden jetzt mal was dem entgegensetzen, was jetzt teilweise so in Europa abläuft. Das finde ich, kommt vielleicht manchmal bei mir zu kurz, aber es würde mich total freuen, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die überwintern, auch gerade, weil die auch ein bisschen sozusagen paralysiert sind von den Ereignissen, was jetzt gerade so auf Bundesebene in den Parlamenten passiert, was mit der EU passiert, welche Entwicklungen es gibt. Und wir könnten da sozusagen eine positive europäische Initiative mittragen. Also ich fände das toll, ja. Ja, ich höre daraus, dass für die lokalen Bündnisse es auf jeden Fall wichtig ist, Teil einer nationalen, internationalen Bewegung zu sein und nicht nur in jedem Ort irgendwas vor sich hin zu machen, dass wir alle sozusagen gemeinsam als große Bewegung sichtbar sind, das ist doch von großem Wert. Bevor wir ins Publikum gehen, würde ich vielleicht noch ganz kurz hier oben alle fragen, was können wir denn nun konkret tun in den nächsten 6 bis 12 Monaten, um CETA in Deutschland konkret noch zu verhindern. Wogegen wir sind, wofür wir sind, wissen wir, was können wir konkret tun, um CETA in Deutschland noch zu verhindern. Machen wir einfach hier der Reihe nach. Roman. Ja, danke für die Frage. Einmal teile ich, das wollte ich noch sagen, Piers Einschätzung, auf was es jetzt ankommt, völlig. Einmal die ISDS-Kampagne auf europäischer und internationaler Ebene und zweitens CETA in Deutschland in der Ratifizierung zu verhindern. Und da sind ein paar Punkte wichtig. Erstens mal, ich habe so das Gefühl, wir glauben da selber nicht mehr richtig dran. Ich persönlich glaube da dran. Ich möchte CETA verhindern in Deutschland. Und ich glaube auch, dass das realistisch ist und dass es geht. Bundestag können wir einen Haken dran machen, aber im Bundesrat, da muss uns doch allen klar sein, wenn ihr die Mehrheitsverhältnisse anschaut, ist ja logisch, dass das scheitert im Bundesrat. Ja, weil die brauchen 35 Ja-Stimmen, die gibt es einfach nicht, wenn die Grünen zu ihrer Position stehen und die Linken. Und das tun sie natürlich. Ja? Also mit so einem Selbstverständnis auch aufzutreten, CETA wird im Bundesrat scheitern, das ist doch klar. Und wir werden uns die Grünen natürlich vornehmen. Wir müssen natürlich sichtbar machen, dass die Grünen in Baden-Württemberg die Landesgrünen beschlossen haben im Dezember 2017, dass sie gegen CETA sind und dass Kretschmann sich da gefälligst dran zu halten hat. Genauso die Hessen jetzt im Wahlkampf sind, die Grünen Hessen sind gegen CETA und Al-Wazir muss einfach mal da jetzt Farbe bekennen. Und wenn er das nicht tut, müsste man einen persönlichen Aufruf gegen Al-Wazir machen. Al-Wazir jetzt bekenne mal Farbe und die auch mal persönlich haftbar machen und verantwortlich machen dafür. Also richtig da auch mal ganz schmerzfrei draufgehen und die Dinge mal klar machen. Bayern ganz genauso. Die CSU wird nie die absolute Mehrheit in Bayern bekommen. Das heißt, die brauchen Koalitionspartner. Wenn es FDP ist, gut, dann können wir es uns schenken. Aber die Freien Wähler sind ganz klar gegen direkte Demokratie. Die Grünen auch. Und die schielen auch Richtung Rot-Grün. Ja, also da ist überall was zu holen, in ganz vielen Ländern ist was zu holen. Es gibt bisher 22 sichere Ja-Stimmen und es braucht 35. Ja, und der Rest ist dagegen oder unentschieden. Das heißt, wir können das ganz real schaffen.
Und da können wir unseren Beitrag leisten dazu. Das ist der Punkt 1. Punkt 2 ist, es gibt noch ein Element, das da gut reinpasst, das noch relativ selten angewandt wurde. Es gibt sowas wie eine Kommunalverfassungsbeschwerde. Das heißt, eine Gemeinde hat das Recht, vor das Verfassungsgericht zu ziehen, wenn es in seinem Selbstverwaltungsrecht nach Artikel 28 Grundgesetz beschnitten ist. Eine Gemeinde kann klagen vor dem Verfassungsgericht. Und das Interessante ist, da werden dann ganz andere Dinge verhandelt als bei unserer bisherigen Verfassungsbeschwerde. Eine Verfassungsbeschwerde als Bürger, da kann ich nämlich nur beklagen, was individuell meine Grundrechte einschränkt. Und CETA schränkt die nur sehr indirekt ein, nur im Wahlrecht, ja, dass mein Wahlrecht nicht ausgehöhlt wird. Das ist dann so eine Meta-Normenkontrolle und da wird überprüft, ob CETA die Verfassungsidentität Deutschlands war. Ja, ne? So, jetzt eine Gemeinde kann aber klagen dagegen zum Thema Daseinsvorsorge, zum Thema Vergaberecht, zum Thema Schiedsgerichte, zum Thema Public Utilities. Das heißt, wir kommen bei der Diskussion wieder viel mehr an die realen Vertragsinhalte ran. Wir müssen dann auch nachweisen, wie CETA eine Gemeinde tatsächlich dann behindert. Da sitzt der Wolfgang, Wasser, das ganze das Wasserthema, ein Riesenthema auf Gemeindeebene, das würde dann vom Verfassungsgericht verhandelt werden. Wir könnten die 300 bis 400 TTIP- und CETA-freien Gemeinden aktivieren, die sich da anschließen könnten. Wir könnten die kommunalen Spitzenverbände gewinnen. Und wenn Bürgermeister an die Landesregierung rantreten und sagen, hey, ihr könnt dem Bundesrat nicht zustimmen, die können viel mehr Rabatt machen als wir, da können wir nur träumen davon, wenn Gemeinden sich auf die Hinterbeine stellen, was die für einen Wirbel machen. Also das wären so die konkreten Vorschläge. Also ich glaube, es braucht einen Dreiklang, oder wir haben drei wesentliche Schritte, die zur CETA-Verhinderung führen müssen. Da sehe ich das genauso wie du, dass wir so ein bisschen aufhören müssen mit diesem weinerlichen, wir sind so wenig, wir haben nicht so viel erreicht, wir haben sehr viel erreicht, bei TTIP haben wir viel erreicht, bei CETA ist es längst nicht durch. Ich weiß mal, wenn ich aus den Texten mal rausgestrichen habe, dass CETA irgendwie durch ist, sondern es ist überhaupt noch nicht durch, also auch jetzt, was in Italien sich abspielt, auch wenn ich auf dich zukommen will, dann wenn wir zu Al-Wazir gehen, wollen wir mal schauen dann. Ich glaube, dass es drei Punkte braucht. Erstens, wir müssen verhindern, dass bis zu der EuGH-Entscheidung irgendwelche Fakten in Deutschland geschaffen werden. Die EuGH-Entscheidung über ISDS oder ICS in CETA wird Anfang nächsten Jahres, Ende diesen Jahres stattfinden. Das ist übrigens auch ein Erfolg, den wir zusammen mit den Belgiern errungen haben. Das ist eine Klage der Belgier beim EuGH und es gibt die durchaus nach dem Achmea-Urteil nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass der EuGH zumindest die Schiedsgerichtsverfahren innerhalb von CETA kassiert, was das Gesamte dann auch neu aufrollen würde. Also dann muss man auch in einen neuen Ratifizierungsprozess reinkommen, etc. etc. Das ist nicht sicher, aber das ist ein wesentlicher Meilenstein, an dem sich die Aktionen festmachen. Das Zweite ist, wir müssen in dieser Zeit nicht untätig bleiben, sondern wir müssen gucken, dass wir auch neue Beispiele sammeln aus der vorläufigen Anwendung. Weil wir müssen auch an Leute wieder gewinnen. Also es gibt viele, gerade in der SPD kann man die Gegner von CETA jedenfalls in den Spitzenpositionen vielleicht an einer oder zwei Händen abzählen. Das ist leider so. Muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Die kann man aber wieder gewinnen, wenn man deutlich macht, was eben schon bei der vorläufigen Anwendung von CETA an Mist passiert. Das heißt, man braucht sehr konkrete Beispiele, die wir bis Anfang nächsten Jahres hinkriegen. Und das Dritte ist in der Tat dann, dass wir natürlich die bestehende derzeitige Enthaltungs- oder Verhinderungsmehrheit im Bundesrat, der Bundestag ist da, glaube ich, wirklich gegessen, dass wir die auch weiterhin aufrechterhalten müssen. Aber das ist eben nicht nur eine kämpferische Rede hier, sondern das ist unglaublich viel Kleinarbeit auf die Landesregierung, auf die Landesparteien zuzugehen. Ich meine, das ist jetzt ein Lacherfolg, wenn man sagt, ja, die Grünen stehen da natürlich zu. Aber ich sage mal, wenn wir wirklich das erreichen wollen, mal im Ernst, dann ist das unglaublich viel Arbeit und Druck, den wir da machen müssen. Und da reicht es nicht nur hier, das auf der Konferenz zu verkünden. Ich bin ja immer die Pessimistin, ne? Bei so Abschlussplenum. Nee, wirklich. Ich bin ja immer so tatsächlich pessimistisch bei so Abschlussplenum. Das wird wahnsinnig schwer, CETA.
in Deutschland zu verhindern. Aber ich will es trotzdem versuchen. Und ich will, dass wir das alle wirklich versuchen. Also so ein bisschen, der wird immer rangeführt in solchen Fragen. Ne? Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstandes von Gramsci. Ich glaube, es wird wirklich scheiße schwer, aber ich finde, wir sollen das wollen. Und da reicht es auch nicht zu sagen, warum wir dagegen sind, wissen wir ja schon. Haben wir denn wirklich schon genau klar, wo CETA konkret überall die Daseinsvorsorge bedroht? Ist die Analyse da? Ich glaube nicht. Die ist noch nicht gut genug. Also es geht um eine analytische Sachen nochmal neu aufzubereiten. Und nur weil wir die schon mal vor fünf Monaten im Flyer hatten, heißt es nicht, dass man das nicht noch besser machen kann. Also die Aufklärungsarbeit ist nicht gelaufen. Wir müssen uns jetzt hochrüsten. Ich hoffe, wir werden sowas haben wie 100 Professorinnen gegen CETA, 1000 einzelne Gewerkschafterinnen gegen CETA in öffentlichen Statements, Kommunen, die sich CETA und TTIP frei erklärt haben, die das nochmal neu artikulieren. Und zwar, diese Arbeit muss jetzt beginnen, dass in dem Moment, wo das Ratifizierungsgesetz eingebracht ist, das alles am Start ist, weil dann damit kann man arbeiten und neu herantreten an Gewerkschaften und an die Parteien. Das ist eine Arbeit, die jetzt beginnen muss. Und ich würde mir wünschen, wenn es bald so einen tatsächlichen Aktionsfahrplan gibt und konkrete Commitments von Organisationen und einzelnen Bündnissen, diese Sachen zu machen. Und viel davon kann auf der lokalen Ebene auch laufen. Das ist nicht nur eine Frage von irgendwelchen dem Bündnis als ganzen und großen Organisationen. Vor Ort nochmal die Betriebe abklappern, sagen, hier, habt ihr euch das mal angeguckt, was bringt denn euch CETA? Vielleicht sammelt ihr 5 ein, die sich dagegen positionieren, nochmal neu. Das hilft dann in der Auseinandersetzung. Also ich glaube, wir ruhen uns da zu schnell aus auf das, was schon gemacht worden ist. Dieses Überwintern und den langen Atem haben, den auch Bewegungen, Eva hatte die emblematischen Bewegungen genannt, wie die Anti-AKW-Bewegung und so weiter hatten. Das bedeutet leider auch, die immer gleiche Scheiße immer wieder zu machen. Nur weil wir das nicht mehr hören können, heißt es nicht, dass es alle schon gehört haben und dass wir es auch schon gut ausgesprochen haben. Also insofern nicht meckern über die Medien. Die Medien füttern mit besseren Informationen. Wir haben Verbündete in den Medien. Es ist unser Job, denen was zu geben, mit denen die innerhalb ihrer Redaktionen arbeiten können. Und das ist nicht der Flyer aus dem letzten Jahr. Also. Ja, ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt als Abschluss gut ist, aber ich glaube tatsächlich, wir können bei CETA noch ganz viel rausholen, weil CETA einfach bekannt ist, auch aus den Flyern von den letzten Jahren. Aber sicher, natürlich, es muss einfach gut vorbereitet werden. Das heißt also, mit Überwintern meinte ich auch nicht nichts machen, sondern wirklich einfach weiterarbeiten, auch wenn es weniger Leute sind, die sich daran beteiligen. Aber auch nochmal immer wieder zu versuchen, für unsere Ziele zu werben. Und ich glaube, dass wir das können, davon bin ich überzeugt, wenn wir uns nicht selber sozusagen Steine in den Weg legen und auch selber uns frustrieren. Also und auch nicht immer daran denken, damals war das ja so und so und das ist nur ein Erfolg, wenn das auch wieder so und so ist. Ich glaube, damit legen wir uns selber lahm. Wir müssen trotzdem einfach weitermachen, auch wenn wir jetzt momentan, sagen wir mal, ein paar weniger sind. Also ich kann allen Vorrednern zustimmen und Vorrednerinnen. Ich finde die Ideen sehr gut, die hier genannt worden sind. Ich würde aber auf einen Punkt hinweisen. Der Aktionstag, der jetzt angedacht ist, hat bisher keine Rolle bei den Statements gespielt. Hattest du gesagt? Entschuldigung. Dann habe ich... Ja. Also ich fände den gut, wenn wir im Herbst tatsächlich so einen bundesweiten Aktionstag machen, um auch einfach nochmal selber uns zu testen, uns darauf vorzubereiten und dann vielleicht auch mit neuem Material sozusagen da aufzutrumpfen. Und dafür ist es gut, so einen Tag nochmal zu haben. Auch vielleicht auf die Medien zuzugehen und zu sagen, wir wollen das und das und wir wollen 100 Aktionen haben. Zum Beispiel 1000. Also Uwe will 1000, ja.
Also von daher, wie gesagt, ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn wir diesen Aktionstag machen und auch uns da wirklich ernsthaft darauf vorbereiten. Wir haben noch genügend Zeit. Also ich denke, das muss man gut abwägen. Wir haben tatsächlich, also die Bewegung hat tatsächlich enorm viel erreicht. Wir haben vor allem mit den Demonstrationen vorletztes Jahr ein Zeichen gesetzt, das wirklich seinesgleichen sucht. Ich weiß, wie viel Jahre es her ist, dass es so ein Riesending zu irgendeinem Thema in Deutschland gegeben hat. Ich denke, wir müssen aufpassen, das nicht zu verwässern, weil damit nehmen wir dann auch den Regierenden so ein bisschen die Angst, wenn sie die überhaupt haben. Denn wenn die jetzt merken, naja, da ist ein 10. Aktionstag, da findet zwar im besten Fall in 100 Städten was statt, aber jeweils mit 5 Leuten, mit Flyern von vorletztem Jahr, dann interessiert das erstens die Bevölkerung nicht, die Presse auch nicht wirklich und die Regierenden erst recht nicht. Also ich denke, wenn man sowas macht, dann muss es auch richtig gut vorbereitet sein, also auch inhaltlich. Ich finde Pias Anregungen da richtig gut, dass man wirklich probiert. Und ich würde es dann auch eher nicht im November verschießen, sondern wirklich warten, bis es tatsächlich wieder ein Thema ist in den Parlamenten, Bundestag und Bundesrat dann auch. Und dann erst richtig, dass die Munition sozusagen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen militärisch werden darf, aber wirklich die gut vorbereitete Aktion dann zu machen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Thema, das ist ein Bewegungsthema. Ich war, bevor ich beim DGB war, viele Jahre in sozialen Bewegungen auch aktiv. Und es kommt immer darauf an, dass die gesellschaftliche Stimmung auch da ist, wenn man größere Sachen machen will. Und im Moment ist CETA halt außerhalb unserer Kreise kein Thema. Und ich denke auch, selbst wenn wir dann im Oktober, November noch mal einen Tag haben, wird das verpuffen. Und dann die viele Arbeit, auch inhaltliche Arbeit, verpuffen. Deswegen, also ich denke, ihr könnt das besser einschätzen, weil ihr in den Themen drin seid, aber ich möchte ganz stark zu bedenken geben, das mitzubedenken. Der eigentliche Kampf beginnt erst, wenn es wieder in die Parlamente kommt, und dann müssen wir inhaltlich gut gerüstet sein, ist mein Rat. Und ich denke auch, also aus Sicht des DGBs, wir haben so viele Themen zurzeit. Wir haben Wahlkämpfe und Wohnraum und alles. Für uns als DGB gehe ich stark davon aus, dass es erst ein Thema werden wird, wenn es wieder in den Parlamenten ist. So, das löst jetzt, danke für das Statement, das löst jetzt so ein paar Reaktionen aus. Die Kontroverse muss ja sein. Das ist auch gar nicht schlecht. Wir haben nachher im Zuge der Verabschiedung unserer Abschlusserklärung in der Tat bei dem Termin dieses Aktionstages auch noch sozusagen Diskussionsbedarf. Pia wollte dazu jetzt direkt was sagen und dann gehen wir direkt in die Plenarrunde. Ja, ich will jetzt gar nicht das unbedingt an diesem Aktionstag so festmachen, aber ich glaube, was wichtig ist, also Bewegungsdynamiken kommen nicht so. Wir müssen die kreieren. Und da kann, für mich ist der Aktionstag da ein Element. Das ist für mich, ich hätte nicht den Anspruch, vielleicht nicht die 1000, aber ich hätte den Anspruch, dass es was, ein netter Tag wird für die Gruppen vor Ort und es ein paar nette Sachen gibt und das vielleicht der Beginn ist, um wieder eine neue Dynamik zu initiieren. Und dann, ich habe jetzt da nicht so gute Ideen, aber wir haben zum Beispiel auf der europäischen Ebene vor der CETA-Abstimmung mit den CETA-Donnerstagen auf Social Media gearbeitet. Und die ersten drei, da war nichts los, bis alle mal davon gehört hatten in Europa, aber auf einmal hat es eine Dynamik bekommen und es hat einfach Spaß gemacht. Man hatte jeden Donnerstag ein bisschen was zu tun und man hat tatsächlich eine Dynamik kreiert. Erstmal nur für sich selbst, aber das bleibt dann nicht dabei. Und ich glaube, es ist wichtig, über solche Dinge nachzudenken, auf dem Weg von hier bis zu dem, den du beschreibst, Philipp, wo es natürlich wirklich um die Wurst geht. Aber dann erst loszulegen, dann kommt man nämlich nicht aus dem Puschen. Also, und da, finde ich, hat so ein Aktionstag tatsächlich eine Rolle. Und das ist dann aber eben wichtig, sich nicht zu überlasten und die falschen Ansprüche an diese Schritte auf dem Weg zu haben. Aber diesen Weg anzufangen, ist, glaube ich, wichtig. So, vielen Dank. Jetzt melden sich hier ganz viele Leute. Der Herr hinter Jerry war der Erste. Ja, schönen guten Abend. Also, was hier gesagt wird, erstmal ganz toll, finde ich, diese Einschätzung der Situation. Ich komme aus Ansbach, aus Bayern. Ja, wir haben in Bayern das seltene Ereignis, dass der Platzhirsch quasi am Wackeln ist bei den kommenden Wahlen. Ich sehe das so.
Und das ist eine Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen, CETA in den Wahlkampf reinzubringen und die vor Ort bei den Bündnissen die Kandidaten wirklich mal an den Pranger zu stellen. Wie haltet ihr es mit der Religion oder mit CETA? Und diese Gelegenheit sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Wir in Bayern wollen, dass hier eine Wende stattfindet. Wir haben vor 2 Jahren versucht, ein Volksbegehren anzuleiern. Das ist leider aus formalen Gründen in die Hose gegangen. Aber wir können hier weitermachen. Und was der Roman gesagt hat, wir haben hier über den Bundesrat eine Chance, etwas zu bewegen. Und diese sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen und vergehen lassen. Also ich plädiere für Folgendes. Einmal bundesweiten Aktionstag, wenn es wirklich sinnvoll ist. Aber sowohl in Hessen als auch in Bayern müssen wir vor Ort den Politikern auf den Fersen sein und die immer wieder bedrängen. Und CETA muss ein Wahlkampfthema sein. Dankeschön, der Herr im weißen T-Shirt. Ja, danke, Christoph von Bonn, vom Bonner Bündnis. Ich habe schon zur Strategie eigentlich was sagen wollen. Damals bin ich als in der Demokratie von der auf der rechten Seite Sitzer, die überrepräsentiert war, nicht genommen worden. Aber ich würde eigentlich gern für eine Demokratie sprechen, die hier krass unterrepräsentiert ist, und es sind die Richtung 30-Jährigen und Jüngeren. Und ich finde, da haben wir strategisch einiges aufzuholen. Wir haben hier kaum Studenten. Studenten sind generell ein sehr großer Teil oft von solchen sozialen Bewegungen. Und auch ein bisschen Ältere fehlen hier auch. Also 30-Jährige sehe ich kaum. Und ich glaube, da haben wir strukturell einiges falsch gemacht, weil ich kenne viele Leute, die vor 2 Jahren noch in den Bündnissen waren, in meinen lokalen Gruppen, und von denen arbeitet keiner mehr zu dem Thema. Und ich finde, da müssten wir uns stark umstellen. Also viele haben sich sehr alleine gelassen gefühlt, weiß ich. Die wussten nicht, was sie machen sollen in der Zeit. Eine andere Sache ist, Studenten heutzutage haben sehr viel Zeitdruck. Wir müssen auf jeden Fall positive Messages bringen, unsere Siege gut verkaufen, um denen zu zeigen, dass sich das Zeitinvestment lohnt, weil viele haben nicht das Gefühl gehabt, dass sie noch irgendwas bewirken können. Und dann, wenn von einem erwartet wird, im Berufseinstieg 10 Jahre Berufserfahrung und 5 Titel mitzubringen, überlegt man sich sowas natürlich doppelt und dreifach. Das dritte ist das Infomaterial. Viel, was vom Netzwerk kommt, ist richtig toll, hat aber einen Umsatzfang von 40 Seiten. Damit kann man nicht an einem Infostand irgendwas anfangen. Jetzt hat sich ja eine Gruppe gebildet oder eine Bewegung, dass die lokalen Bündnisse vernetzt. Das wäre auch ganz wichtig, dass wir mehr Sachen haben, die auf einer DIN A4-Seite zusammenzufassen sind, dass wir an Infomaterial wie das rankommen, was wir wirklich auf der Straße verwenden können, und dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen, und um damit arbeiten zu können. Das wollte ich nur mal sagen, um jüngere Leute wieder mit ins Boot zu holen. Ja, danke. Dann haben wir ganz hinten, letzte Reihe. Michael Sattler aus Heidelberg. Also was lässt sich konkret gegen CETA tun? Da werden Ideen gesammelt. Ich finde, eine Sache ist noch nicht ausgereizt. Es gibt hervorragende Gutachten und Fallberichte von CEO und anderen PowerShift. Ich habe bisher nicht festgestellt, gibt es denn Gegengutachten, die der Güte dieser Gutachten, ich sag mal, die ähnlich detailliert sind und sich ernsthaft mit diesen Gutachten gegen CETA beschäftigt haben. Ich meine, wir können die Politiker ein Stück weit unter Druck setzen, vielleicht, wenn wir sagen, die Argumente der CETA-Kritiker sind gar nicht widerlegt worden. Wir haben versucht, von der SPD Gegengutachten zu bekommen, Fehlanzeige. Ich will ein Beispiel geben bei den Grünen. Es gab ein Gutachten Nettesheim, Professor Nettesheim, ich glaube, kommunale Wasserwirtschaft.
Das haben die Grünen im Bundestag eingebracht als große, als kleine Anfrage an die Regierung. Es wurde dann vom Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium eine Stellungnahme dazu geschrieben und dann ist offenbar nicht mehr passiert. Aber es müsste praktisch in Rede und Gegenrede beziehungsweise Gutachten und Gegengutachten, damit man den Sachen richtig auf den Grund geht, die so kompliziert sind. Also das wäre meine Empfehlung, die mehr einzufordern, dass die Argumente der CETA-Kritiker widerlegt werden müssen. Okay, vielen Dank. Wolfgang Geinlein. Eva, ich hab dich. Da ist er. So, hallo. Ich wollte jetzt noch was sagen, und zwar gibt es zu dem Japan-Abkommen jetzt ein Positionspapier des konservativen Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Der ist über jegliche linke Verdachtsmomente erhaben. Und da wird ganz klar konstatiert, dass jetzt in dem Japan-Abkommen nochmal deutlich hinter die schon unzureichenden Schutzbestimmungen von CETA zurückgefallen wird. Das ist insofern sehr praktisch, weil das irgendwie jegliche Diskussionen erübrigt, wie wertvoll die Nachbesserungen von CETA denn jetzt eigentlich waren, weil man jetzt schon nachweisen kann, dass es eben da schon nicht mehr drin ist. Das ist aufgegriffen worden hier, das Papier vom Sven Giegold. Der hat das als Pressemitteilung am Montag rausgegeben und gesagt, dass das ganz klar anzeigt, dass wir einen Neustart in der Handelspolitik brauchen. Das war im Bundestag am Donnerstag Thema in der Debatte und das hat, glaube ich, einigen Befürwortern überhaupt nicht gepasst, dass das jetzt im Bundestag diskutiert wird, weil man eben, wie gesagt, nachweisen kann, dass die Bestimmungen von CETA nochmal unterlaufen werden sogar. Und gerade zum Beispiel Katharina Dröge hat eine ganz tolle Rede gehalten und Anja Heiduck auch, und es sind halt eben die innerhalb der Grünen die kritischen Geister, die sich auch damit befasst haben. Also meine Theorie ist, wer sich mit den Abkommen befasst, der wird zum Gegner. So einfach ist es. Und genau, und je mehr eben diese kritischen Stimmen innerhalb der Grünen eben die Chance bekommen, eben nach vorne zu gehen, und das war es jetzt am Donnerstag, desto mehr wird die Grüne Partei auch dann nach in die kritische Position dann gedrängt, so sehe ich das. Und in der Zeit war auch ein Artikel dazu, in anderen Zusammenhang mit Leitungswasser trinken anstelle von Plastikmüll produzieren. Und da wurde das auch aufgegriffen, das Papier hier. Und wahrscheinlich kommen jetzt noch mehr Zeitungs-, also auch in deutschlandweiten renommierten Zeitungen. Also das ist ein sehr gutes Thema, und mit dem Japan-Abkommen kann man eben sehr schön im Vergleich zu CETA aufzeigen, in welche Richtung das geht, die Handelspolitik. Und zum Schluss noch on top, jetzt es war ja, wahrscheinlich kennen es die meisten, dass die europäische Bürgerinitiative Right to Water 2013 hat ja letztlich auf EU-Ebene bewirkt, dass Wasserkonzessionen ausgenommen werden mussten von dem Richtlinienvorschlag. Das ist befristet auf nächstes Jahr. Und dann ging natürlich dann, sobald die Handelsabkommen dann Thema wurden, die Frage los, ist es jetzt nicht in den Handelsabkommen schon wieder Thema, diese Konzessionen, dass die eben übers Vergaberecht liberalisiert werden. Und da hat die EU-Kommission und die Bundesregierung sich immer um Kopf und Kragen geredet und behauptet, Konzessionen sind ausgenommen. Und jetzt in den Verhandlungsmandaten von Australien und Neuseeland stehen unverblümt Konzessionen als Verhandlungsinhalt drin. Also das ist ein totaler Affront der Wasserwirtschaft gegenüber und ist einfach jetzt schwarz auf weiß nachweisbar, wie stark jetzt die Daseinsvorsorge eben unterlaufen wird und über den Umweg der Freihandelsabkommen liberalisiert werden soll. Also das ist ein sehr, das ist Gold wert hier. Gut. Danke. Ganz klar wichtiges Thema hier hinten. Genau. Mein Name ist Toussaint. Ich wollte anregen, dass das EuGH-Urteil noch sehr viel intensiver ausgewertet und in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Denn da steht ja nicht nur drin,
dass eben die europäischen Parlamente hier ebenfalls zu befragt werden müssen, sondern es steht drin, dass Schiedsgerichtsbarkeit eine Paralleljustiz produzieren würde und dass es nicht mit europäischem Recht vereinbar ist. Und eine größere Ohrfeige kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist schlicht und ergreifend rechtswidrig, massivst rechtswidrig. Und damit können wir theoretisch alles kippen. Ich weiß überhaupt nicht, wieso das nicht in einer Diskussion mehr unterstrichen wird. In dem Abschlusspapier ist es leider auch nicht drin. Und das Wort Paralleljustiz, finde ich, das können wir auch sehr gut insgesamt noch weiter ausbreiten, denn dieses Wort, das die Richter ja tatsächlich ins Urteil reingeschrieben haben, was relativ mutig ist, dieses Wort beschreibt ja eigentlich genau das, worüber wir hier seit zwei Tagen diskutieren, nämlich dass es, also wir wünschen uns unsere Weltwirtschaftsordnung, unsere Justiz und die Konzerne und die Industrie, die produzieren ihre Weltwirtschaftsordnung gegen die Interessen der UN-Charta, gegen die Bürgerinteressen. Und das sind eben zwei parallele Justizformen. Und wir möchten gerne erreichen, dass diese Paralleljustiz der Konzerne abgeschafft wird, endgültig, dass die WTO auch abgeschafft wird und dass die Weltwirtschaftsordnung und die Justiz dazu allein von der UNO organisiert wird. Dankeschön, wobei natürlich in der Abschlusserklärung eine ganze Kampagne gegen die Schiedsgerichte vorgeschlagen wird, auch wenn das Wort Paralleljustiz, das stimmt, nicht vorkommt. Die Dame hier in der ersten Reihe. Ich habe zwei Punkte. Also zum einen befürchte ich, dass der Aktionstag im November vielleicht ein bisschen spät ist, weil es dauert ja einfach auch, Informationen nochmal an die Leute zu bringen und wieder zu mobilisieren und so weiter. Und wenn diese CETA-Abstimmung jetzt doch relativ schnell erfolgt, weil das Gerichtsurteil vielleicht schneller erfolgt und dann kann ja innerhalb kürzester Zeit das verabschiedet werden. Also es macht mir einfach Sorgen. Ich fände es schön, frühzeitiger was zu machen in der Richtung. Und der andere Punkt ist, ich habe beim Mittagessen gehört, dass nächsten Monat in Brüssel eine Demo gegen JEFTA sein soll. Hatte ich vorher noch nichts von gehört, finde ich auch schade, dass sich das gar nicht so rumgesprochen hat. Und da würde ich gerne Näheres zu hören und ich fände es auch ganz schön, wenn hier auch ein bisschen dafür mobilisiert werden könnte. Gut, wenn dazu jemand was weiß, kann er oder sie das ja bekannt geben. Dann Eva Walter. Ja, ich bin Eva Walter vom Frankfurter Bündnis. Ich wollte zwei Dinge sagen. Zum einen freue ich mich sehr über das Statement von der jüngeren Generation. Und ich glaube, das liegt schon auch an uns, an den Themen, die wir gewählt haben. Ich denke, dass wir mit dem Thema Bildung zum Beispiel auch mehr junge Leute erreichen würden. Da gibt es nicht so direkte Effekte zum Beispiel von CETA, aber viele indirekte. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das man noch gut bearbeiten kann, um dann auch junge Leute ins Boot zu holen. Das andere, was ich sagen wollte, da wollte ich ausdrücklich dir recht geben. Wir haben ja jetzt anderthalb Tage darüber diskutiert, wie können wir überhaupt die Politik beeinflussen. Und eine zentrale Einflussmöglichkeit ist eben die über Wahlen. Politiker reagieren dann, wenn sie ihre Wählerstimmen gefährdet sehen. Und wir haben jetzt dieses Jahr eben die doppelte Chance in Bayern und in Hessen, da etwas zu bewegen. Und ich glaube, wir können es uns nicht erlauben, diese Chance nicht zu ergreifen. Und von daher würde ich sehr stark dafür plädieren, dass wir einen Aktionstag machen, der so früh liegt, zum Beispiel Ende September, dass wir sowohl die hessische Landtagswahl als auch die bayerische Landtagswahl hier noch mit abgreifen, weil dann haben wir nämlich diese Parlamente beeinflusst, die am Ende im Bundesrat abstimmen und die Chance müssen wir unbedingt nutzen. Das wollte ich noch mal ganz deutlich sagen. Dankeschön. Dann die Dame hier. Genau. Ja, Barbara Baumann, ich habe drei Sachen. Zum einen möchte ich an den DGB appellieren als Gewerkschafterin. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Gewerkschaften sich raushalten aus diesem Ganzen. Ich war früher mal beim DGB Hessen angestellt als Studentin mit einer halben Stelle in der Pressestelle Hessen und ich akzeptiere es nicht, dass dieser DGB sich raushält bis irgendwann nach den Wahlen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will, dass wir uns positionieren als Gewerkschaften, auch die GEW, die sich weigert, zum Beispiel in ihrer alle vier Jahre stattfindenden Bundesdelegiertenversammlung das Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Der Landesvorstand weigert sich, das Thema weiterzutragen. Der Kreisvorstand stimmt gegen eine Resolution, die die Basis verabschiedet, gegen CETA. Das kann nicht wahr sein, dass da U-Boote sitzen, die unsere Themen uns versägen in diesen Funktionssesseln.
auf allen Ebenen dieser Verbände. Das kann nicht wahr sein und das akzeptiere ich nicht. Ich erwarte vom DGB, dass sie sich positionieren und zwar ganz klar und zwar vor den Wahlen und vor der Ratifizierung und rechtzeitig und zwar wiederholt. Wir brauchen ein Spiralcurriculum. Die Leute müssen es mehrmals hören. Und das ist nämlich abgetaucht in der Tagesordnung der Themen und das muss immer wieder auch mit kleineren Schnipseln aktiviert werden. Ich möchte auf jeden Fall auch, dass wir die Kommunen adressieren, denn in den Kommunen, in den Parlamenten der Kommunen sitzen unsere Multiplikatoren. Wir haben dort das Thema Wasser, wir haben das Thema Bildung, wir haben das Thema Ernährung, zum Beispiel über diese Schulcatering-Ausschreibungen, die jetzt transatlantisch erfolgen müssen von irgendwoher, wo noch nicht mal ein Nachweis der Herkunfts-Ingredients der Zutaten erforderlich ist. Das sind Themen, mit denen kriegen wir Leute auch aktiviert, weil es sie betrifft. Bildung, Wasser, Trinkwasser und Essen, Nahrung. Und das Dritte ist, ich möchte, dass wir unsere Presseleute in der Fläche, die Lokalpresse, immer und immer und immer wieder füttern. Und dazu brauchen wir vielleicht auch, um uns die Arbeit zu erleichtern, Satzbausteine, die wir dann verwenden und modifizieren können. Und ich möchte mich nochmal, ich war so perplex gestern, ganz vehement möchte ich mir verbitten, wie dieser Fatzschnösel es gestern sich erdreistete, in die Ecke von Le Pen und Trump gestellt zu werden. Weil diesen Reflex, diesen simplen Reflex zu bedienen und die Leute auf diese Weise gegen unsere Gemeinwohlinteressen aufzuhetzen, wie er es gestern tat, das ist eine Frechheit. Das verbitte ich mir und ich möchte, dass wir versuchen in der Lokalpresse, wo auch dann die Leute sitzen, an der Zeitung sitzen, die in den Parlamenten abstimmen. Und alles Zeitungsleser. Die haben diese Abos noch. Ne? Die Studenten haben keine Zeitungsabos mehr, hocken aber auch nicht in den Parlamenten. Ist eine gute Zielgruppe für die Straße, aber für die Parlamente brauchen wir die Lokalpresse. Okay. Und das sind ganz wichtige Adressaten. Dann passt es jetzt sehr gut, dass Philipp Jax direkt drankommt. Ja, zufällig stehe ich gerade auf der Redeliste, wunderbar. Zuerst möchte ich direkt zu dir was sagen. Der DGB hat sich ja positioniert. Wir haben eine bundesweite Beschlussfassung zu dem Thema nach wie vor. So nicht, ja, um es auf zwei Worte zusammenzufassen, ist der Beschluss so nicht. Das wurde unterschiedlich kommuniziert. Das finde ich auch schwierig, aber so ist es. Ja. Wir können jetzt als DGB, wir haben als DGB, ich glaube, wir hatten jetzt gerade Bundeskongress vor ein paar Wochen, ich glaube, es waren 120 Anträge die Ehrenamtlichen, die von der Basis hoch delegiert worden sind, abgestimmt haben. Ich habe die Anträge nicht alle gelesen, ich bin nicht Delegierter gewesen, deswegen habe ich meine Zeit anders genutzt. Aber soweit ich weiß, war dort kein Antrag zu CETA, was auch so ein bisschen zeigt, dass es eben nicht die Leute in den Gewerkschaftssesseln, die Funktionäre sind, die dieses Thema nicht mehr behandeln wollen, sondern dass es eben auch an der Basis im Moment nicht so das Thema ist und dass wir eben eine Position haben, die auch nach wie vor gültig ist und da brauchen wir auch keine neue Position. Ich finde, wie Pia den Aktionstag eben beschrieben hat, dass man das eher sozusagen als mobilisieren, als motivierende Aktion für die Gruppen selber macht, finde ich gut. Es muss aber eben klar sein, dass das nun nicht der große öffentliche Aufschlag ist. Also ich glaube, für die Parteien und auch die Politiker, die jetzt zur Wahl stehen, in den Landtagswahlkämpfen, ist das nicht der Druck, der sie dazu bringen wird, sich irgendwie zu positionieren. Deswegen würde ich vorschlagen, dass man in Bayern und Hessen was anderes tut und genau das, also das ist jetzt nur eine Idee, das machen wir vom DGB ab und zu so. Das kann man dann auch, wenn es dann in die nächsten Parlamente geht, bundesweit so machen, dass man tatsächlich zu den Politikern hingeht und sagt, hier, Thema CETA, wie stehst du dazu? Wir haben die und die Argumente und unsere Kommune X hier mit, keine Ahnung, 5000 Einwohnern ist davon betroffen. Und dass die Politiker bei sich zu Hause den Eindruck bekommen, das bewegt die Menschen, da kriege ich wirklich zu Hause Ärger, wenn ich da jetzt im Parlament mich irgendwie anders verhalte. So funktioniert auch Lobbying. Ja? Das ist ja eine positive Form von Lobbying, die wir da betreiben. Die das Geld haben, die gehen in die Parlamente bzw. in die Büros und machen da ihr Lobbying. Und wir können das, weil wir eben viel mehr sind und auch vor Ort sind, auch vor Ort machen. Und das ist viel wertvoller. Das macht viel mehr Eindruck auf die Politiker, als wenn das im Berliner Büro oder im Wiesbadener Büro passiert. Deswegen würde ich euch vorschlagen,
dass ihr in euren Gruppen euch überlegt, welche Politiker ihr vor Ort ansprechen könnt und auf die Druck ausüben, jetzt im freundlichen Sinne, und vielleicht sogar eine Positionierung abverlangt, damit ihr dann, wenn es zur Abstimmung kommt, sagen könnt, so, jetzt haben sie sich aber hier positioniert. Und jetzt fordern wir auch ein, dass sie sich so verhalten. Das widerspricht nicht dem Aktionstag. Ich will gar nicht sagen, dass der so durchgeführt werden kann, wie Pia das vorgeschlagen hat oder auch diskutiert worden ist hier. Aber das wäre eine zusätzliche Idee, wie man tatsächlich die Politiker beeindrucken kann. Ich denke, das ist in dem Sinne vielversprechender als eine Aktion, ein Aktionstag. So, vielen Dank. Draußen klingeln jetzt schon die Kirchenglocken. Ich habe noch 4 Leute auf der Liste, danach kämen wir zur Abschlusserklärung. Als nächstes Franz Rieger. Also meine Erfahrung mit Politikern ist die, sie bewegen sich dann, wenn sie Angst kriegen, dass sie an ihrem Sessel gesägt wird. Okay, ich komme jetzt nochmal zu den Wahlen zurück. In Bayern ist ja am 14. Oktober die Landtagswahl und in Hessen ist es am 28. Oktober. Und wir finden es nach wie vor für richtig, vor den Wahlen die Politiker unter Druck zu setzen. Hernach ist es zu spät. Okay, also ich möchte mich an den Vorschlag, der jetzt schon auch genannt wurde, dass wir Ende September einen dezentralen Aktionstag machen für Bayern und Baden-Württemberg in erster Linie und Hessen, Entschuldigung. Und ich möchte auch jetzt zu einer Klarheit kommen. Ist nun dieser Aktionstag im November, ist der jetzt gecancelt oder wird daran weiter festgehalten? Falls das immer noch unklar ist, würde ich gerne das jetzt mal hier zur Abstimmung stellen, damit auch klar ist, wie die Verhältnisse sind. So, das wäre mein Vorschlag. Gut. Dankeschön. Dann der Herr hier. Ja, mein Name ist Carsten Trost vom Konstanzer Bündnis. Wir haben seit Anfang des Jahres eine Petition am Laufen an die baden-württembergischen Grünen. Und zwar genau dafür, dass im Bundesrat von denen CETA abgelehnt wird. Wir sind auf keiner Plattform im Moment zu finden, wo man online unterschreiben kann, aber unter Konstanz-gegen-TTIP auf unserer Webseite gibt es einen Link. Und wir brauchen 100.000 Unterschriften an die baden-württembergischen Grünen, nicht an den Herrn Kretschmann, sondern an die Fraktionsvorsitzenden und die Vorstände, um diesen Druck deutlich zu machen, der in der Bevölkerung gegen dieses Abkommen herrscht. Und ich würde Sie bitten, unseren Link weiterzugeben, zu unterschreiben online oder auf Papier, je nachdem. Wir brauchen sie. Und es wäre eine Aktion, die man zum Beispiel auch in Hessen und in Bayern noch durchführen könnte. Danke. Dankeschön. Das ist eine Webseite nochmal zum Mitschreiben. www.konstanz-gegen-ttip.de. Im Moment nicht, weil wir eben nicht genau wissen, wann die Ratifizierungsphase beginnt. Danke, das ist eine wirklich gute Aktion. Die kann man ja auch nochmal über die Liste verbreiten. Dann haben wir hier den Herrn noch. Genau. Ja, mein Name ist Dieter Murmann, ich bin von Greenpeace Frankfurt. Ich wollte eigentlich nochmal die Vorredner unterstützen. Wir müssen vor der Wahl eigentlich was tun. Wir können hier nicht die Augen zumachen, können die ganze Diskussion, diesen Flüchtlingsdiskussionen überlassen. Wir müssen auch was dagegen setzen. Und ich glaube, dass wir auch in dem Thema CETA beziehungsweise generell die Freihandels- oder Handelsabkommen, Freihandel sollte man ja nicht unbedingt sagen, die Handelsabkommen mit den, zum das Thema Wasser zum Beispiel und generell die öffentliche Daseinsvorsorge, das sind Themen, die Leute bewegen. Und das kann man auch wieder aktivieren. Das ist ähnlich stark, glaube ich, fast wie das Glühwürmchen. Dankeschön. Dann haben wir jetzt noch mit dem Versprechen, es kurz zu halten, nochmal Wolfgang Deinlein. Kurz, hat er gesagt. Ich bin noch gefragt worden, wo man dieses Gutachten findet. Wir hatten einen Workshop, den die Lia Polozek sehr toll gemacht hat, und da diese werden ja auf die Webseite gestellt, oder? Die Workshop-Präsentationen, und da am Ende kommen eben Links rein, wo man das dann auch findet. Ansonsten
kann man es auch googeln, unter BDEW, Bundesverband der Energie-Wasserwirtschaft, BDEW und dann Japan. So findet man es auch. Ansonsten ist zum Japan-Abkommen am 11. Juli von Lobby Control ein Bus nach Brüssel anlässlich der Vertragsunterzeichnung und am 26. Juni jetzt in Berlin anscheinend was vor der Europäischen Kommission, auch wichtig. Und was ich mir jetzt auch noch eingefallen ist, mit den ganzen Gewerkschaften, da wurde ja bei CETA eine Nachbesserung versprochen. Bernd Lange, der Vorsitzende des INTA-Ausschusses, hat ja dann auch eine Model Clause vorgelegt, das hat keiner mitbekommen, von Professor Stoll aus Göttingen erarbeitet. Und er sagt jetzt inzwischen selber, als er die dann vorgelegt hat, letztes Jahr in Brüssel, auf Englisch, there was nothing but a deafening silence. Also hinterher war einfach nur eine Stille. Das ist gut. Ein Eingeständnis, dass es gescheitert ist. Dankeschön. Wir haben dann jetzt noch die letzte Wortmeldung, die Dame hier. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zur Organisation. Es gab jetzt super Vorschläge. Und ich bin von einem lokalen Bündnis Heidelberg und ich habe so das Gefühl, wir sind natürlich vollkommen überfordert, alles aufzugreifen. Und irgendwie hätte ich so das Bedürfnis nach irgendeinem Koordination, wo jede lokale Gruppe sagen kann, wir übernehmen das. Also dass da irgendwie was stattfindet, dass nicht alle an denselben Enden versuchen zu arbeiten, sondern dass da die einen sich darauf spezialisieren, die anderen darauf, wenn es da irgendwie was geben könnte. Fände ich, glaube ich, hilfreich, dass wir schlagkräftig sind. Danke. Danke. Dafür haben wir natürlich das Netzwerk und selbstverständlich werden wir das im Netzwerk auch auf jeden Fall machen. Herzlichen Dank für die engagierten Diskussionen hier auf unserer zweitägigen Konferenz. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Gute Nachhausereise und wir sehen uns am Aktionstag. Was denn? Verstehe kein Wort. Ach. Herzlichen Dank beim Team, dass Sie beim Büroteam, die alles ganz wunderbar organisiert haben. Schönen Abend noch. Tschüss.